Im Januar habe ich wieder die Chance wahrgenommen, auf einen Roadtrip zu gehen. Ich habe insgesamt 3 Bilder ausgeliefert und die Route so gelegt, dass ich auch noch Familie und Freunde besuchen konnte. München, Kaufbeuren, Oberstdorf und Tennenbronn waren als Stopps eingeplant. Insgesamt sind 1000 Kilometer zusammengekommen. Freitags habe ich in meinem Atelier in Schillingsfürst alles vorbereitet, die Karre beladen und alles sicher eingespannt, dass den Bildern beim Transport nichts passiert und sie am Zielort unversehrt ankommen. Am Samstagmorgen habe ich Kamerafrau Nummer 1, Anja Sturm, eingepackt und es ging los nach München. Der erste Stopp in München war bei Sebastian. In der Nähe vom Olympiapark haben wir sein Bild ausgeliefert und im Anschluss noch ein bisschen gequatscht und uns fest vorgenommen, uns mal wieder zu treffen. Entweder bei einer Ausstellung oder bei einem Konzert oder beidem. Wenn wir schon mal in München sind, dann schauen wir bei Möglichkeit auch immer bei meinem Bruder vorbei. Es gab was Leckeres zum Mittagessen und mein Neffe Emilian hat mir seine Autosammlung präsentiert. Ich hab ganz viele Autos. Ich hab weiße, orange, schwarze, grüne, silberne, blaue, orange. Für den zweiten Bilderauslieferungsstopp stand Kaufbeuren auf dem Plan. Rudi hat mir ein Bild abgekauft. Zum Glück hat es nicht wirklich geschneit oder geregnet, denn wir mussten das große Brett über die Terrasse in seine Wohnung hieven. Es war schon dunkel, als wir in Oberstdorf angekommen sind. Dort haben wir meine Omi besucht. Natürlich hat auch hier die Verpflegung gepasst. Wir haben Pizza vorbestellt, abgeholt und bei guten Gesprächen einen gemütlichen Abend miteinander verbracht. Am Sonntagmorgen sind wir noch durch den Ort bis zur Talstation der Nebelhornbahn spaziert, aber leider haben die Wolken den Blick auf die Berge verdeckt. Geil. Ah, ich mache hier Zeitlupe da.
über die Alpenstraße am Großen Alpsee entlang Richtung Bodensee. Am Bodensee kommt bei jedem Besuch ein bisschen Fernweh auf. Anja und ich haben noch einen Stopp in Birnau eingelegt und den Blick vom Nordufer über den See genossen. Mit der Hoffnung, wieder in eine verschneite Landschaft zu fahren, ging es dann in den Schwarzwald. Und wenn's hinhaut, dass der Schwarzwald auf der Auslieferungsroute liegt, dann muss ich das ausnutzen und hier ein bisschen in die Natur gehen. Früher unsere Bikestrecke durch und da oben hier ums Eck und hier einen Wald runter. Vielleicht treffe ich sogar die Perspektive und baue noch ein Video von früher ein. Das dritte von drei Bildern auf dieser Runde haben wir bei Tobi und Rebecca ausgeliefert. Tobi ist mit Abstand der beste Gitarrist und Schlagzeuger, den ich kenne. Sehr schön zu sehen, dass er viel zu tun hat mit dem Aufbau seiner eigenen Musikschule. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf sein Musikzimmer. Gitarren ohne Ende, Drums, perfekt.
Auf der letzten Etappe über Stuttgart haben wir die 1000-Kilometer-Marke noch geknackt. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Trip. Richtig froh bin ich, dass es hingehauen hat, meine Omi, mein Bruder und meine Eltern innerhalb einer Auslieferung zu besuchen. Die Route war also hervorragend.